Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Digimon World. Punimon ist weg. Scheiße. Punimon ist weg. Ich wollte eigentlich hier gerade schlafen. Kann man das noch machen? Punimon ist nicht zu sehen, aber ich kann trotzdem schlafen. Noch können wir es. Noch können wir das. Das dauert nicht mehr lang, dann können wir es nicht mehr. Denn dann wird nämlich... Moment, ist jetzt nicht... Also seltsames... Ja, mein Gefühl hat sich nicht getrügt. Ich hab's gefunden. Oh nein! Es greift an! Endlich treffen wir uns. Ich heiße Greymon. Wie? Ich bin den Gerüchten über dich gefolgt. Ich wünsche mir eine Arena. Ich möchte das Schild haben. Das ist kein Schild. Mir egal. Lass uns kämpfen. Los, Kuvagamon! Okay. Nachdem wir drei Digimon aus dem Boden geholt haben, wird es Zeit, Greymon zu verkloppen. Das war das. Hä? Das hat sich verloren. Ich glaube, ich weiß nicht, wo wir das tun. Greymon hat uns noch niemals herausgefordert. Ich habe den Portal-Keeper herausgefordert. Ich glaube, wir werden gleich nicht spielen können. Bitte! Ja! Was passiert hier? Oh nein! Ich kann gerade vom Glück reden, dass ich gespeichert habe. Wir gucken mal, wie Kuvagamon sich fühlt. Nicht gut. Deswegen werden wir das heilen müssen. Das war heftig eben. Glück, dass wir jetzt die Zeit so ein bisschen zurückgespult haben. Jetzt werden wir den nämlich noch MP-mäßig und E-mäßig auffüllen.
wie sieht's aus? Mal noch. So. Das dürfte es gewesen sein. Alter, du frisst mir noch die Haare vom Kopf. Zeit, dass ich mittlere Penis zu holen. Na gut, jetzt ist aber. So. Jetzt können wir Kreimann herausfordern, nachdem der das Höchste gefressen hat. Hoffentlich schaffen wir es jetzt. Das ist der Kreimann of Doom. Aber wäre dieser Fehlschlag nicht gewesen, hätte ich es geschafft. Ich hab's gefunden. Oh nein, es greift an. Endlich treffen wir uns. Ich heiße Kreme. Wie? Ich bin den Gerüchten über dich gefolgt. Ich wünsche mir eine Arena. Ich möchte das Schild haben. Das ist kein Schild. Mir egal. Lass uns kämpfen. Okay, Kuwagamann, jetzt schaffst du es aber. Wir müssen uns ein Verhalten ganz genau einbrechen und dann in den richtigen Moment mit dem Fahrrad starten. Okay. Also, du hast einen Lampenbombard gehalten. Was machen wir jetzt? Alles, was wir machen können, ist, auf besseres Wetter zu hoffen. Beziehungsweise ist ja Kuwagamann kurz davor zu schlafen. Wenn er geschlafen hat, dann ist er wieder voll. Laut meiner Theorie. Da muss ich gar nicht zwischendurch. Das muss ich riskieren. Weil ich brauche nämlich wirklich jeden Gegenstand, um zu heilen. Muss ich schlafen? Was ist denn hier los? So, du wirst schlafen. Du musst auch nicht, das ist sehr schön. Dann werden wir jetzt nämlich eine neue Strategie verfolgen. Wir werden alles aufhüllen, während wir schlafen. Speichern wir zur Sicherheit mal. So. Alles, was wir jetzt nur machen können, ist folgendes.
wir haben nur die Gegenstände hier, die wir haben. Dreimal heilen ist ja auch nicht gerade so viel. Wir können einfach nur auf unsere eigene Strategie jetzt nochmal basierend sozusagen draufhauen. Wegkommen jetzt hier nicht. Da kommt Kremon wieder. Drücken wir durch. So. Mit der Hoffnung, dass wir es jetzt besiegen. Dankeschön, das hast du gut gemacht. Du bist nicht schlecht für einen Amateur. Ich bleib hier und trainiere dich, dann wirst du besser. Okay, das ist cool. Jetzt haben wir doch unser Turnier. Wie wir vor drei Parts etwa gesagt haben, oder vor zwei Parts, je nachdem, es wäre schön, wenn Gummi noch teilnehmen könnte. Allerdings habe ich jetzt gerade gemerkt, dass Gummi noch ein kleines bisschen teilnehmen wird. Und es kann sein, dass Gummi das auch nicht überlebt bis zum Turnier. Am besten erstmal einschreiben, dann trainieren. Wenn es was wird, dann wird's was. Wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. Eigentlich schade. Aber seht euch das mal an. 9. Mit 12 etwa sterben die Gimon.
Ich hoffe, Gummi schafft es noch. Ansonsten möchte ich die nächste Generation. Der nächsten Generation Platz machen. Und ich will das nicht. Eigentlich will ich das nicht. Ich mag Kuwagamon gerade so, wie es ist. Das soll nicht mehr sterben. So, was ist mit dir los? Oh, Draco, Gummi, hallo. Schaut euch die tolle Fire City Arena an, na? Bald wird sie mit Teilnehmern und Fans gefüllt sein. Ihr werdet doch auch antreten. Für die Turniersieger wird es Geld und Sachpreise geben. Es lohnt sich mitzumachen. Die Maschine da zeigt Details zu den Turnieren an. Fein, dass du da bist. Meldest du für das Turnier? Ja. D und C. C ist für Champion. Klasse C, Wettkampf-Champion, die gewinnt einzelnes Match 3 Runden, 8 Teilnehmer, Voraussetzung keine. Ich melde mich mal an. So, jetzt können wir noch richtig schön trainieren. Schön, dass es Kremon jetzt endlich geschafft hat, nach Vice City zu kommen. Besser hätte es jetzt gerade nicht gehen können. Kremon ist ein total starkes Digimon und so. Ohne Zweifel wäre das Vieh sogar schon wieder kurz davor gewesen, auf das Ultra-Level zu digitieren. Leider werden wir das jetzt hier bei uns nicht mehr schaffen. Ich glaube, um Herkules Carbuterimon zu bekommen, braucht man einen Pflegefehler und ich habe schon ein bisschen zu viel gemacht. Grünes Trainingscamp. So, was wollen wir anfangen? Am besten wäre es, wenn wir noch ein bisschen Kraft trainieren werden. Nee, LE. Auf jeden Fall LE. Jetzt können wir leider auch keine Hüftsteaks mehr kaufen. Das ist der Nachteil, wenn Digimon da ist. Aber der Vorteil ist, Filets kann man verkaufen. Was für andere Mittel. So. Vielleicht reicht das sogar schon. Machen wir noch ein bisschen MP. Gleich ist es Mitternacht. Gleich geben wir dem was zu essen. Hüftsteak. Noch, denn hat 2500 MP. Das finde ich immer sehr schön. So. Was noch? Intelligenz ist eigentlich perfekt. Ist jetzt so eine Erschöpfung und so. Geschwindigkeit bin ich eigentlich. Na gut, es kommt auf 2. Ja. Jetzt einfach mal 200.
Was? Hunger! Aber so ein glückliches. Ey, vor allem, wenn man das sich mal so ansieht, ja. Ja, schaut euch das mal an. Das Glück vom Kuwagamon ist fast 100%. Wenn man darüber nachdenkt, wie Kunemon angefangen hat. Dann kann man wirklich sagen. Kann man wirklich froh sein, dass man jetzt plötzlich ein Kuwagamon hat, das einen über alles liebt. Ich muss mal gucken. So, aber ich denke, das Turnier schaffen wir. Kuwagamon hat das Zeug dazu, finde ich. Das muss einfach das Zeug dazu haben. Es wäre scheiße, wenn nicht. Denn wir brauchen nämlich das Geld. Und Geld kann man bei Turnieren am besten gewinnen, finde ich. So. Jetzt will er schlafen, das ist gut. Wenn ein Kuwagamon schlafen will, dann sollte man es so schlafen lassen. Da hole ich nämlich noch meine Filets. Ab. Dann gehe ich zum Turnier. Dann hoffe ich, dass ich gewinne. Gleich mal gucken, ob das auch alles aufgefüllt aussieht. Ich hoffe es. In Gebäuden schläft es ja sowieso besser als in der Bildnis. Dort halt noch ein bisschen durch. Wir suchen jetzt einen schönen Platz zum Schlafen. Der ist hier drin. Schlaf schön, Kuwagamon. So, einfach mal gesaved. Du bist heute für Kratzee gemeldet, nicht? Das Lustige ist, es gibt zwei Erinnerungen an Kratzee-Turnier. Das erste ist immer für tagaktive Dämonen. Und das zweite für Nachbarn. Ey, Kleimon, was machst du denn da? Kleimon wagt sich einfach mal selbst unter die Menge. Der ist nicht nur Stadion passiv, er ist auch heimlicher und allnäher. Und der hat doch gewinnt gegen das Rettungsmittel. Ja. Wenn ich das wieder so sehe. Los geht's! Du Wackermann! Gut gemacht. Das war richtig ein. 1000. Gut gemacht, du hast vergiftet. Oh, kann ich aber nicht tun. Das ist
Es tut mir so leid, du Vagabond. Wir haben verloren. Ich habe mich so auf deine Stärke verlassen, dass ich vergessen habe.